Wir machen heute eine kleine Vorspeise, und zwar ein Cannelloni von Saibling und Kräuterseitling. Dazu gibt es konfierte Zitronen und eine Avocado-Creme Brûlée, also mal ein bisschen was Ausgefalleneres. Zur Seite stehen wir heute quasi der Kai einerseits, der Thomas und der Florian, und die werden Ihnen heute zeigen, wie wir die Sachen zubereiten. Wir beginnen jetzt mit dem Cannelloni vom Saibling. Dafür wird der Kai den Saibling erstmal von der Haut befreien sozusagen, also filetiert an sich ist er schon. Wir machen uns aus dem Saibling dann eine Farce, da kommt dann noch ein bisschen Sahne mit dazu, die wird dann richtig schön glatt püriert. Dafür nehmen wir eine kleine Küchenmaschine, die sollte auch jeder zu Hause haben, um das nachkochen zu können. Wenn die Masse dann fein genug ist, nehmen wir die dann wieder raus, geben die in eine kleine Schüssel und dann wird die einfach noch abgeschmeckt, aromatisiert. Da machen wir ein bisschen Limettensaft dran, ein bisschen Knoblauch, Salz und Pfeffer und lassen den Saibling an sich dann einfach so, wie er ist, damit er als Fisch auch zur Geltung kommt. Wichtig ist, dass die Masse nicht zu flüssig ist. Wir wollen uns den Saibling ja in die dünn aufgeschnittenen Kräuterseitlinge einwickeln. Die Masse würde natürlich sonst rauslaufen, wenn die Masse zu viel Sahne enthalten würde. Jawohl. Jetzt schmecken wir die Saiblingsmasse ab mit Knoblauch, Limettenzeste, Salz, Pfeffer. So, die Farce ist soweit vorbereitet. Was als nächstes kommt, ist, dass wir uns die geschnittenen Kräuterseitlinge ganz kurz über dem Wasserdampf in ein Sieb legen. Dadurch sind sie biegsamer und wir können uns ein schönes, rundes Cannelloni formen. Das dauert auch nur ein paar Sekunden. Wie gesagt, der Wasserdampf, der reicht wirklich aus, um die Pilze leicht zu garen. Sonst kann es wirklich passieren, dass der Pilz an sich brechen würde beim Rollen. Ja? Das wollen wir vermeiden. Man sieht es auch sehr schön. Ich denke, das reicht schon aus. Und was wir jetzt weitermachen können und uns die Pilze nebeneinander aufreihen. Als Hilfe zum Rollen eine Klarsichtfolie nehmen. Und die Kräuterseitlinge schön eng nebeneinander auflegen. Jetzt sehen wir die vorbereitete Saiblingsfarce und verteilen das schön dünn, wie so eine Art Wurst, auf den Pilzen. Und jetzt mit Hilfe der Folie ein schönes Cannelloni formen. Jetzt sind wir mit unseren Vorbereitungsarbeiten soweit fertig. Durch das unser Saiblingscannelloni nochmal in die Pfanne. Der Fisch an sich ist ja noch roh. Vorher machen wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer dran. Die Pilze hatten wir ja vorhin beim Wickeln noch nicht gewürzt gehabt. Wir braten das Cannelloni an sich jetzt erstmal in Olivenöl an und ganz am Schluss geben wir dann ein bisschen frische Butter dazu. Wenn man die zu früh dazugeben würde, könnte es halt passieren, dass die zu schnell braun wird, dunkel wird und dann auch einfach irgendwann umkippt und dann einfach bitter schmeckt. Ne? Das wollen wir natürlich nicht. Und frischen Thymian. Gibt nochmal ein schönes Aroma. Mit dieser Thymianbutter dann auch das Cannelloni überglänzen. Jetzt sind wir soweit, dass unser Fisch sozusagen schon gar ist und jetzt können wir uns daran begeben, die Vorspeise anzurichten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de